gefallen hat. Es ist mir so gefallen, dass ich danach mich strecken konnte und mich viel jünger gefühlt habe. Was mir hat sehr gut gefallen, dass ich sagte, mich Schach zu machen, nicht mehr. Also von der Aufmerksamkeitshyperaktivitätssymptomatik, also das, ob das jetzt ein D oder S hinten dran ist, ist eigentlich relativ egal. Einmal sagt man Defizit, das andere Syndrom. Das sind sehr konzentrationsschwache Kinder, hauptsächlich sind es Burschen. Die Hauptproblematik ist die Konzentration und die Ablenkbarkeit. Also es sind drei Symptome, die zur vollen Gänze vorhanden sein müssen. Die Ablenkbarkeit, die innere Unruhe und diese Impulssteuerungsgeschichte. Das heißt, ich muss auf jeden Reiz, der kommt, reagieren. Und das machen die Kinder oft sehr unbewusst. Und das muss man trainieren, damit man da umgehen lernt. Also das so in Kurzfassung. Grundsätzlich sind das sehr intelligente Kinder und sehr fröhliche Kinder, denen passiert das dann oft, dass sie in Fettnäpfchen treten oder eine Klasse verstören. Die Problematik, die dann am Ende rauskommt oder wenn man das lange nicht erkennt, ist ein Selbstwertproblem, das ist eine Sekundärsymptomatik, die aber eher dann das größere Problem ist. Diese drei Hauptsymptomatiken müssen vorhanden sein und das länger über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten. Wir versuchen eben diese Reize zu minimieren, Kleinstgruppen, versuchen die Ablenkbarkeit ein bisschen in den Griff zu bekommen und hauptsächlich auch das Training im Sozialbereich und das in ständiger Weise, also in ständiger Art und Weise. Es sind kleine Klassen, maximal 10 Kinder und die Reizarmut, das sind so die Hauptkriterien und ein reduzierter Arbeitstag von 4 Stunden und sehr intensiv, weil durch die kleinen Klassen die Betreuung sehr, sehr intensiv stattfinden kann. Die Spannung, weil es wieder ein Modul ist. Shiatsu ist eine ergänzende Art und Weise, mit den Kindern arbeiten zu können, einfach auf der Körperwahrnehmung, weil die Kinder ja selber ein Problem mit der Selbst- und Fremdwahrnehmung haben und einfach mit dem Körper zu arbeiten und den Kindern ein bisschen durch leichte Druck- oder Körperberührungen bewusst zu machen, aus was bestehe ich, wie funktioniere ich, wie kann das funktionieren und das auf eine sehr angenehme Art und Weise. Ich glaube, es war zu kurz und es war Freitagnachmittag, das heißt, spannend wäre es, wenn man das im Schulalltag direkt machen könnte, also als Intervention, um die Kinder direkt danach zu beobachten, weil die Kinder kamen dann immer raus, da entspannt, ruhig, also manche Kinder habe ich so ruhig noch nie erlebt, und mit denen arbeite ich schon seit einigen Jahren und die sind so wie auf einer Wolke dahergegangen und Aussagen haben mich immer wieder fasziniert. Ich glaube, die Zeit, Freitagnachmittag, war fürs Wochenende wahrscheinlich angenehm. Im Schulalltag kann ich es jetzt nicht so beurteilen, deswegen auch spannend auch auszuprobieren, wenn man das einmal unter der Woche nach einer Stunde machen zu können, wie es sich dann auf den Unterricht auswirkt. Das wäre sehr spannend. Cool, super, ich fühle mich befreit. Einfach ein Strahlen im Gesicht, so eine komplette Körperspannung von Zehe bis zu den Haaren. Und sie waren wacher, also sie waren dann danach aufmerksamer. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, wie lange es anhält oder angehalten hat, aber sie haben das sehr genossen und sie sind eigentlich relativ traurig, dass es jetzt vorbei ist. Als ergänzendes Modul, ja. Also das hat mich jetzt überzeugt. Alleine das zu beobachten, wie sie dann rauskommen aus der Stunde, ja, das hat mich schon sehr überzeugt, weil da war ich sehr skeptisch am Anfang. Aber es hat sich dann schon gezeigt, wie entspannt die Kinder dann zumindest den Schulweg, den wir noch beobachten, bis zur U-Bahn, so ein bisschen von hinten, die Kinder fühlen sich unbeobachtet, wir beobachten sie, war es entspannter, das schon. Ich würde es auf alle Fälle, ja, auch irgendwo empfehlen. Ich bin am Vormittag als Psychologin hier, Betreuungslehrerin und am Nachmittag als selbstständige klinische Psychologin in freier Praxis. Also ich bin ja freitags genau gegenüber in der Praxis und sehe ja die Kinder immer, wenn sie rausgehen und ich habe eigentlich jedes Kind gesehen und alle Kinder waren irrsinnig entspannt, haben einen ganz tief entspannten Eindruck gemacht, sind wohlig rausgegangen. Ich kann mich noch auf den ersten erinnern, wo ich selber so
erstaunt war, wie entspannt der Junge war, der dann ganz mit roten Ohren rausgegangen ist und gesagt hat, boah, ich war noch nicht so entspannt wie jetzt. Also ich habe absolut nur Positives gesehen beim Rausgehen. Die Kinder waren ruhig in ihren Bewegungen, waren richtig gut drauf. Jedes Kind hat sich irrsinnig gefreut auf Shiatsu. Das war von Montag weg immer wieder Thema, dass Freitag Shiatsu ist. Sind alle irrsinnig gern hergegangen. Die Aussagen von es ist mega, wie cool und noch nie so entspannt. Ein Kind hat gemeint, er bekommt dort seine innere Ruhe. Zum Beispiel. Ja, also nur positive Rückmeldungen. Haben alle gern gemacht. Und es sind ja einige auch freiwillig 2 Stunden hier geblieben, um aufs Shiatsu zu warten. Also ist sehr positiv angenommen worden, ja. Direkte Rückmeldung von den Eltern habe ich nicht bekommen, aber ich habe Rückmeldung von den Kindern bekommen. Wie zum Beispiel ein Kind meint hat, seit er Shiatsu macht, geht es dem Papa besser. Und da hat sich dann auch herausgestellt, dass er seitdem im eigenen Bett schläft und nicht mehr ins Bett von den Eltern kommt in der Nacht und dadurch die Familiensituation auch entspannter ist. Ein anderer hat auch gemeint, seine Mama wünschte, er könnte jeden Tag Shiatsu machen, weil er dann nicht so viel Aggressionen hat und einfach entspannter ist. Also so habe ich die Rückmeldungen gekriegt, aber von den Eltern direkt sind die Rückmeldungen nicht gekommen, was aber durchwegs auch ein positives Zeichen ist, weil meistens im Alltag sich die Eltern ja doch eher dann melden, wenn etwas nicht so gut funktioniert. Was sich schon verändert hat, ist, dass ich bei einigen Kindern gemerkt habe, dass sie die Grenzen anderer besser wahrnehmen und einfach eine bessere Körperwahrnehmung haben. Das habe ich schon beim einen oder anderen gut gemerkt. So, dass man jetzt wirklich sagt, dass die Konzentration oder sonstiges im Unterricht beeinflusst gewesen wäre, dass sich verändert hätte, das war nicht, aber das war mit 10 Sitzungen vielleicht auch jetzt nicht das eigentliche Ziel. Aber durchaus, was ich auch noch gemerkt habe in der Interaktion miteinander, die Kinder, die zeitgleich das Shiatsu gemacht haben und dann die Zeit davor und danach zusammen verbracht haben, die waren dann auch am Tag im Schulalltag öfter miteinander zusammen und sind dadurch natürlich auch besser auskommen und haben Freundschaften knüpfen können. Ja, also ich kann selber immer nur sagen, dass es immer sehr gemütlich war und dass es mir auch geholfen hat, also in Alltagssituationen, zum Beispiel beim Sport, also es hat meine Muskeln auch sehr entspannt und so, und ich hatte auch nicht mehr so viele Rückenschmerzen und ich konnte besser schlafen. Nach der Stunde war ich entspannter als je zuvor. Mir wurde auch geholfen mit den Beinen, dass ich nach dem Sport keine Schmerzen drin habe. Für mich ist Shiatsu sehr entspannend und ich finde es super und ich kann es jedem nur weiterempfehlen, der das noch nicht kennt. Und noch nicht gemacht hat. Richtig. Und eine gute Entscheidung, hier in Shiatsu zu kommen. Also, war echt gut.